As you might have noticed, Bruce Valor has just completed some sort of trombone solo based on the idea of an evolved tango event. Bruce has also prepared for you a demonstration of a dance that he hopes will sweep the ocean right after the mud shark did. Bruce is now warming up the important muscles of the body in preparation for the real live bebop tango, which we're going to demonstrate. Napoleon will assist him. Napoleon, just put your horn down, just relax. Put your head back, here comes the drill. Okay. You know what I'm talking about? Okay. This is sort of like jazz in its own peculiar way. Jazz is not dead, it just smells funny. Gentlemen, the monster which the peasants in this area call Frunobulax, apparently a very large poodle dog, has just been seen approaching the power plant. Bullets can't stop it. Rockets can't stop it. We may have to use nuclear force. Is formed up at the base of the mountain is attempting to lure the enormous poodle towards a cave where they hope to destroy it with napalm. 1,000 of the troopers are now lined up and are calling to the monster. Here, Fido! Here, Fido! Here, Fido! Go to the shelter, go to the shelter, go to the shelter, go to the shelter, go to the shelter.
gigantischer Pudel nähert sich einem Kraftwerk. Und da dieses Pudelmonster weder Kugeln noch Raketen aufhalten können, werden natürlich Atomwaffen in Betracht gezogen. So Frank Zappa und seine Mothers of Invention in einer hochvirtuosen Hommage an die trashigen Horrorfilme der 50er und 60er Jahre, an die sichtbaren Bindfäden der Riesenspinne, die zerschrammten Pappkartonfelsen, das labberige Sacklein der Höhlen, an verrückte Wissenschaftler und Monster, die in der Lage sind, ganze Länder aufzufressen. Cheapness, ein live präsentierter Rock-Cartoon Zappas aus dem Jahre 1973. The thing for me that was always the most attractive about him was his humor. Am attraktivsten war für mich immer sein Humor, ebenso wie der Intellekt, der sich hinter seiner Art, sich zu präsentieren, verbarg. Der war für mich ebenso attraktiv wie seine wirklich bemerkenswerte Musik. For me just about as attractive as the actual music, which was also quite something. Sagt kein Geringerer als Pat Metheny über einen Künstler, den man mit Fug und Recht als würdigen Nachfolger des genialen Musiksatirikers Spike Jones bezeichnen könnte. Wobei sich Zappa im Unterschied zu Jones zudem massiv mit der eigenen Staatsmacht anlegte. Pat Metheny. His role in American culture was... Bevor er erkrankte, gewann seine Rolle, die er in der amerikanischen Kultur spielte, immens an Bedeutung. Für mich wurde er immer mehr zu einer Art Staatsmann in Sachen fortschrittlicher Kultur. Er war einer derjenigen, die den Mut hatten, hervorzutreten, um mit der Regierung grundsätzliche Fragen der Kultur zu diskutieren. Basic fundamental cultural issues. Okay, let's look at some mug sheets from the suspects from the 80s. Admiral Poindexter, get back on Felix the Cat where you belong. Get the damn pipe out of your mouth. Your history, you're gone. Oliver North, no secret government for you, buddy. You're over, you're through. Bill Casey, you're dead. I mean. Bush, you're still a wimp. I'm sorry. Your history. Deaver, Nomsiger, you're gross. The Untouchables, die Unbestechlichen, ein politisches Musikszenario Frank Zappas aus dem Jahre 1988, in dem die Mafia antritt, um Politiker und Militärs wie Admiral Poindexter, Oliver North und George Bush in Geschichte zu verwandeln. Die alte Mannschaft bringe es nicht mehr, eine neue müsse her. Ein Zappa-Szenario aus einer Zeit der massiven Zensurbestrebung seitens der Ehefrau Al Gores und eines Komitees, das die Musikindustrie beschuldigte, die Jugend Amerikas Sex, Gewalt und der Verherrlichung von Drogen auszusetzen, was unmittelbar den Anti-Zensur-Aktivisten Zappa auf den Plan rief, der sogar schaffte, vor einem Senatsausschuss sein Anliegen zu vertreten. Seitdem haben wir niemanden dieses Kalibers, der dies auf sich genommen hätte, jemand, der die Sache auch schaut. Denn in puncto Zensur hat er wirklich Erstaunliches erreicht. In the area of censorship. Sagt Pat Metheny über einen Anti-Zensur-Aktivisten, der am 15. April 1991 ankündigte, für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. Zur Verblüffung vieler. Der einstige Bürgerschreck als Präsident, das war selbst für hartgesottene Anhänger ein zu bizarres Ansinnen, wie auch letztlich für den Bewerber selbst, der zudem aufgrund seiner Krebserkrankung von allen weiteren politischen Ambitionen absah und sich zusammen mit dem Frankfurter Ensemble Modern lieber der Musik widmete. Das Ergebnis hieß The Yellow Shark, ein Orchesterprojekt, das ihn bis zu seinem Tod begleitete. Als Frank Zappa Anfang Dezember 1993 starb, gab seine Familie zwei Tage nach seinem Tod die folgende Presseerklärung heraus. Der Komponist Frank Zappa hat am Samstag, dem 4. Dezember 1993, kurz vor 18 Uhr, seine letzte Tournee angetreten. Thank you.
Play Jazz zieht um. Alles, was den Jazz faszinierend macht, gibt es im neuen Jahr auf NDR Kultur. Play Jazz. Konzerte, exklusive Aufnahmen der NDR Big Band, die spannendsten Alben, Neues aus der norddeutschen Jazzszene. Ab dem 1. Januar auf NDR Kultur. Montag bis Freitag um 22.35 Uhr. Und neu und nur auf NDR Kultur Round Midnight mit Hintergrundgeschichten, Porträts und spannenden Reisen in die Welt des Jazz. Natürlich auch online unter ndr.de/jazz. Play Jazz auf NDR Kultur ab Januar.